Da hinten hängt ein Skelett drin. Da ist ein Skelett. Eieiei. Die Jungs sind nicht gerade zimperlich. Die lassen dich hier auch vermutlich irgendwie verdursten oder so. Oh. Das sieht aus wie ein Silo. Und solche Silos? Naja, Atomwaffen sind da durchaus drin. Mach bloß keinen Mist, klar? Interessant. Wenn du deine Griffel bei dir lässt, kriegen wir auch keinen Ärger. Verstanden? Interessante Rüstung. Okay. Du hast 30 Sekunden. Hallo. Wie sieht's aus? Versuchst du etwa bei mir die nette Tour, oder was? Die zieht bei mir nicht. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Sag mir mal lieber, wo ich hier einen Job finde. Pass mal auf, Schätzchen. Ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden. Man sagt, du bist gut. So, so. Sagt man das? Kälte gestiegen, warum? Okay, du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt. Oh. Dang it, wo bin ich denn jetzt? Okay. Okay, sie steht nicht auf nette Kerle und irgendwie steigt meine Kälte, wenn ich... Okay, du hast 30 Sekunden. Ich kapier's nicht ganz. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, komm schon, Baby. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Ich hab von dir gehört, du bist Nasty, die Schwester des Dukes. Pass mal auf, Schätzchen, ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Okay. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden. Man sagt, du bist gut. So, so. Sag mal. Ach, das war das Problem. Dang. Ups. Okay. Okay, du hast 30 Sekunden. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, komm schon, Baby. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Ich nehme an, du gehörst zur Familie des Dukes. Pass mal auf, Schätzchen. Ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden. Nein, nein, schon gut. Mit dem Zwilling des Dukes lege ich mich besser nicht an. Okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Ich hab mich mal umgehört. Du machst hier die ganzen Leute verrückt. Weißt du das? Ach ja? Allerdings, jeder Zweite hier hält dich für eine harte Sau.
Aber wenn ich dich so ansehe, dann glaube ich, du überlebst nicht mal einen anständigen Sandsturm. Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Na dann wollen wir doch mal sehen, was du wirklich drauf hast. Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag. Wir machen einen kleinen Ausflug. Dann kannst du mir beweisen, was du wert bist. What the... Oh, schön, der Text ist gar nicht drin. So, jetzt habe ich eine Sekunde. Oh, das ist nicht gut. Eine Sekunde. Warum ist das denn? So. Jetzt sag mir, dass ich nur eine nicht müsste. Sekunde, ich muss erstmal, sonst bin ich abgelenkt. Habe ich irgendwie noch... Ah. Ach, komm schon. Kann ja nicht klappen, wenn ich alles groß schreibe. Wenn man... verschiedene Passwörter hat, ist das ganz schön nervig. Oh, jetzt fängt das wieder an. Ernsthaft jetzt? Okay. Ich krieg's grad nicht hin. Ist gut, ist gut. Kein Interesse. Ich habe da eine große Sache, die erledigt werden will. Doch brauche Moment. Ich richtige Männer dafür, nicht das gewöhnliche Gewürm, das hier so rumläuft. Dann hab ich jetzt auf keinen also Interesse. Werde ich dich erst einmal testen, ob du auch was aushältst. Bereite dich vor und dann gehen wir, klar? Ich hätte da auch eine große Sache in Ignadon. Die Kleriker planen eine Großoffensive gegen die Alps. Erstmal machen wir, was ich sage, klar? Mit deiner Klerikergeschichte kannst du mir später nochmal auf die Nerven gehen. Okay. Stell mir deine Prüfung. Okay, wir sehen uns draußen, vor der Stadt. Oh, Härteprüfung, shit. Sag mir nicht, dass ich die platt machen muss. So, Freundchen, wie du siehst, ist die Gegend da drüben ziemlich insektenverseucht. Was du jetzt tun musst, ist einfach. Geh rüber und erledige die Biester. Kriegst du das auf die Reihe? Ich schätze schon. Na dann beweg deinen Arsch. Dang. Das war einfach.
Gut, dass ich die mit Sensoren genommen habe. Upsa. Wow. Die greifen dreimal an und dann bin ich tot. Lauf, 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 lauf. Okay. Nee, besser nicht in die Nähe gehen. Das hat mich zwar ein paar Granaten gekostet. Aber schon nicht schlecht. Zufrieden? Naja, für den Anfang schon nicht schlecht. Ich überleg mir mal in Ruhe, ob ich was mit dir anfangen kann. Komm zu mir, wenn du dich wieder einigermaßen erholt hast. Mal sehen. Vielleicht gebe ich dir dann einen richtigen Job. Okay, die Härteprüfung ist abgeschlossen. Wunderbar. So, jetzt würde ich gerne nochmal das andere kontrollieren. Weil ich mich gerade nicht einloggen kann. Das Problem ist, jetzt muss ich so ein Storefront. Ja klar. Sorry, ich... Wie kann das sein, dass ich... Das sind alle Passwörter, die ich habe ausprobiert. Bridges. Es geht doch, was soll denn das jetzt? Ja, Mist. So ein Mist. Okay. Hoppla. Wo bin ich hier überhaupt? Ach, die haben mich rausgebracht. Okay. Oben ist die Stadt. Mal sehen, was sich sonst hier so findet. Schnaps. Eine Reisetasche zum Öffnen. Okay. Was haben wir denn? Schlafen wir mal bis Mittag. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir keinen ganzen Tag geschlafen. Vielleicht schon. Ist eigentlich egal. Mal gucken, ob wir ganz oben noch was finden. Abgesehen von ein bisschen Metallschrott, der aussieht wie eine Waffe. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier irgendwie...